Hallo, ich bin Neo und bin 11 Jahre alt. Ich bin Kinderreporter, wie man hier auf meinem Rücken sieht. Und heute bin ich mal in der Klinik Bahnweg von Asklepios. Ich freue mich schon sehr und werde da Suse treffen. Und wir beide werden herausfinden, wie ein Baby eigentlich zur Welt kommt. Wenn ihr Lust habt, dann kommt schnell mit. Hey Neo, na? Schon fleißig am Arbeiten, wie ich sehe. Ja, gut, dass du da bist. Dankeschön. Ich bin hier heute hierher gekommen, um herauszufinden, wie Babys auf die Welt kommen und ob es manchmal gut läuft oder manchmal nicht so gut. Ja. Oder ob es schnell geht und so. Und wir gucken uns was wir tun können, wenn es nicht so gut läuft, oder? Ja. Damit es trotzdem alles gut wird. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, ja, genau. Wie sich das... Na, was interessiert dich am meisten? Na, zum Beispiel, wie man halt das Baby trägt und wie viele Schläuche man damals hatte. Und das hast du jetzt eben vor allen Dingen auch gefragt, weil du selber ein Frühgeborenes bist, ne? Ja, das stimmt. Und irgendwie, du ja schon vor einiger Zeit mal gesagt hast, hey Suse, eigentlich würde ich das gerne alles mal sehen, wie das ist. Ja, das interessiert mich sehr dolle. Ja, und du hast ja auch Fragen, die andere Kinder gar nicht haben können, weil du Fotos von dir hast, wie du früher als Frühgeborenes auf dem Arm bei Mama und Papa warst. Und es ist ja auch eine andere Geburt als bei normalen Kindern. Ja. Bei mir muss es ja, wie soll ich das erklären? Genau, wir helfen ein bisschen beim Start. Ja. Und wir haben ja jetzt was ganz, ganz Neues für diesen Start. Das hatten wir noch gar nicht, als du auf die Welt gekommen bist. Das gucken wir uns auch noch an. Mhm. Und was aber eben auch was Besonderes ist, wir versuchen ja, wenn Babys im Krankenhaus zur Welt kommen und da bleiben müssen, es kommen ja fast alle im Krankenhaus zur Welt, aber manche eben dann da bleiben müssen, dass das trotzdem ein ganz klein bisschen so ist, als wären sie zu Hause. Und darum sind immer alle, die mögen und können, bei uns. Mama und Papa und Geschwister. Schön. Und kuscheln so, wie man das zu Hause auch tun würde. Weil wir glauben, dass das ganz gut ist für die Babys. Das glaube ich auch. Ja, das hast du auch ganz, ganz, ganz viel gemacht. Du hast ganz viel bei Mama und Papa auf dem Arm. Und so soll es auch sein, ne? Das ist gut, ja, so soll es sein. Weil die Babys sollen sich ja wohlfühlen, wenn sie auf die Welt kommen. Guck mal, und hier haben wir jetzt was für den ersten Raum für dich vorbereitet. Genau. Also alles, aber vor allen Dingen dieses Gerät. Komm mal rum, dann kann ich es dir gut zeigen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wenn Babys auf die Welt kommen, sind sie noch an der Nabelschnur bei der Mama. Ja. Und kriegen noch ganz viel Gutes von der Mama mit auf den Weg. Blut und in dem Blut noch Nährstoffe, aber vor allen Dingen ganz viel Blut. Und das ist richtig gut für Babys. Ja. Und die meisten Babys sind so, dass sie auf die Welt kommen und sofort mit ganz viel Kraft leben und man einfach an der Nabelschnur warten kann, bis alles rübergeflossen ist und sie dann durchtrennt und dann ist das so. Manche sind aber so, dass sie auf die Welt kommen und sofort ein bisschen Hilfe brauchen. Du weißt es? Ja. Manchmal wissen wir es vorher, manchmal sind wir ein bisschen überrascht davon. Und im Moment war es immer so, dass wenn diese Babys auf die Welt gekommen sind und Hilfe von Kinderärzten gebraucht haben, dass sie von der Mutter weg mussten auf einen Arbeitsplatz, an dem wir das machen konnten. Und dazu musste die Nabelschnur durchgeschnitten werden. Aber das Baby war nicht glücklich, oder? Das können wir ja nicht so gut abfragen, aber es fühlte sich an, als wäre es nicht perfekt. Jetzt ist es perfekt, weil wir das da haben. Damit, genau, können wir zur Mama an die Nabelschnur fahren und alles tun, was wir tun wollen. Bis sogar zu dem da oben. Und es sind aber auch noch ganz viele andere Sachen da. Also wenn wir irgendwann... Hey, guck Hallo. Mal. Ich wollte nicht stören. Ich bin Antje. Antje. Und ich bin Nino. Das ist schön, Nino. Schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Weil nämlich, Antje kommt genau zur rechten Zeit. Mhm. Das ist ein tolles Gerät und eine tolle Idee. Wir haben alles, was wir brauchen, um dem Baby am Anfang zu helfen, so lange zu helfen, bis das völlig okay ist, dass die Nabelschnur durchtrennt wird. Okay. Und fahren also dann mit dem Gerät richtig, richtig zur Mama. Und dazu können wir das einfach einmal so rausdrehen. Und guck mal, jetzt sind wir schon hier zum Beispiel über dem Bauch der Mutter oder wir können auch da an den Füßen zur Mutter hin. Guck. Und jetzt können wir dem Baby helfen. Hier ist die Nabelschnur, da ist der Bauch von der Mama. Und hier ist das Baby. Jetzt guck mal, jetzt abtrocknen und warm halten. Und jetzt können wir erstmal sehen, wie es dem Baby gut geht. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann haben wir hier noch ganz viele Geräte, die wir alle benutzen können. Aber wir lassen das Baby natürlich eigentlich nie los, bleibt immer eine Hand. Und die Mama
könnt ihr jetzt ihr Baby streicheln. Das ist cool. Und die Nabelschnur ist noch dran. Soll ich kurz das Baby streicheln? Ja, das darfst du sehr gerne machen. Wohin? Wo? Wie du glaubst, dass es gut ist fürs Baby. Ja. Und Babys mögen es ganz gern, wenn man sie hält. Gar nicht so viel schubbert, sondern wirklich hält. Dann darfst du es da noch halten. Und dann wirklich einfach dem ganz viel Ruhe geben. Schön. Ja, ne? Das war früher auch schon bestimmt für die Babys. Ja, und jetzt sogar an der Nabelschnur. Das ist bestimmt noch schöner. Ja, und was ganz Besonderes. Ah, noch mehr. Ja. Kannst du noch? Ja, sehr gut sogar. Okay. Wo ist mein Mutter hin? Ah, vielleicht zu ihrer Zwillingsschwester. Das kann gut sein. Guck mal, das ist ein Brutkasten. Mhm. Und den kann man so aufmachen und dann kannst du sie zu ihrer Schwester legen. Ist nicht so viel Platz, ne? Warte, ich helfe dir. Nicht ans Fußende. Guck mal hier. Leg die mal richtig schön nebeneinander, wie Geschwister so liegen. Händchen halten. Ja, vielleicht auch so ein bisschen auf die Seite, oder? Stimmt. Und man. Dann wuscheln wir uns hier noch so ein bisschen mit ein. Also. Guck mal, und Antje, schneller als wir gucken können. Nimm mal und dann. So, ich wechsle mal hier die Position, die Antje kommt mal an deine Seite und die macht das mal mit dir. Wir nennen das immer ein Nest, damit die schön Begrenzung haben und sich nicht so alleine fühlen. Schon oder Begrenzung, da fühlen sich die Babys wohl. Genau, weil im Bauch von Mama können sie ja auch vorne gegen treten. Tut das nicht weh für die Mamas? Nee, aber die merken das. Mhm. Wenn die Kinder im Bauch zappeln, merken die das, ob die gegen den Magen treten oder die Leber. Und wenn sie auf der Blase sitzen, dann müssen die ganz viel auf Toilette rennen, die werdenden Mamis. Das finden sie nicht so lustig, aber das gehört dazu zum Schwangersein. Und das machen wir hier mit dem Halten und Begrenzen, versuchen wir diesen Halt der Bauchdecke nachzubilden, damit die Kinder sich wohlfühlen und keinen Stress haben. Wenn Babys auf die Welt kommen, machst du das dann ganz alleine oder sind dir dann auch noch mehrere, die dir helfen? So richtig, bei der Geburt dabei sind vor allen Dingen die Frauenärzte, die Geburtshelfer und die Hebammen. Mhm. Und wir sind dann da, wenn es dem Baby nicht so gut geht. Ah, verstehe. Wenn also das Baby Hilfe braucht, braucht es ja zum Glück gar nicht immer. Das ist gut. Aber meistens, also nicht meistens, sondern manchmal braucht es Hilfe und dann bist du. Ja, aber ich habe auch ein riesengroßes, oder wir sind ja ein ganz großes Team. Zu dem Team, ja, das Team Neonatologie, das Team Experten für Neugeborenenmedizin. Ah, verstehe. Und wir sind tatsächlich nicht nur Ärzte oder nur Kinderkrankenschwestern, sondern gehören noch viel mehr dazu. Menschen, die eine psychologische Ausbildung haben, weil immer, wenn Mama und Papa werden und das Baby nicht bei ihnen ist, in ein Krankenhaus muss, dann ist das so aufregend und so anstrengend, dass man unbedingt jemanden braucht, der einem sagt, dass alles gut wird und was man tun kann, damit man selber daran glaubt. Und dass man auch beruhigt ist. Ja, genau. Und jeden Tag mit ganz viel Kraft beim Baby sein kann. Dann gibt es spezielle Krankengymnasten, Physiotherapeuten. Was machen? Die Experten dafür sind, so kleinen Babys zu helfen, besonders gut zu atmen, besonders gute Bewegungen zu machen, besonders viel Kraft zu haben. Und weißt du, was die auch beibringen? Wie man als Eltern mit einem besonders kleinen Baby besonders gut umgeht. Wenn das Baby dann zu Hause ist und die Eltern das nicht so gut können die Eltern sich dann. Weißt du, was das Verrückte ist? Eltern, die bei uns waren, sind totale Experten für sowas, weil die so viel Zeit hatten, das hier alles zu lernen. Und unsere Physiotherapeuten, früher Krankengymnastinnen, und unsere Pflegekräfte, unsere Kinderkrankenschwestern, die haben denen das die ganze Zeit gezeigt und die sind ganz, ganz große Experten dafür. Okay. Und ganz oft kommen die zu uns zurück und sagen, wissen Sie was? Als ich in meine Krabbelgruppe gegangen bin, wusste ich alles am besten, weil ich es hier so gut gelernt habe. Sehr gut. Das ist cool, oder? Ja, das ist cool. Genau, dann, also was haben wir jetzt? Wir haben die Psychologen, habe ich dir erzählt. Ja. Ich habe dir die Physiotherapeuten die erzählt. Alle möglichen Experten für ganz viele Sachen. Aber es sind so schon wirklich ganz viele und
so ein ganz gutes Team. Mhm. Und jeder hat so ein besonderes Wissen. Mhm, verstehe. Und kann damit am besten helfen, die Kinder hier auf so einen Weg vorzubereiten, in dem alles so ist wie bei allen anderen und so cool zu werden wie du. Dankeschön.